Bilder aus den Jahren 2018 und 2019. Die Jugend erwacht weltweit und protestiert gegen den Raubbau an der Natur und ihrer Zukunft. Der Film Now, zu Deutsch Jetzt, fängt die Stimmung jener Tage ein und folgt namhaften Protagonistinnen und Protagonisten der Umweltbewegung. Am 19. November fand im Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock eine Vorpremiere in Anwesenheit der Autorin statt. Ich habe mehrere Jahre für die Vereinten Nationen gearbeitet als Juristin und durch die Tätigkeit ist mir klar geworden, wie groß die globalen Herausforderungen sein werden, die auf uns zukommen und insbesondere auf die Generation, die jetzt im Teenageralter ist. Und seit mir das so klar wurde, habe ich angefangen, diese Generation zu unterstützen, wenn es irgendwie ging. Ich hatte Lehraufträge an der Uni in internationaler Politik und habe auch zwei Jugendbücher geschrieben, die sich mit diesem Themenkreis beschäftigen. Und daraus ist dann auch die Idee für den Film entstanden. Zusammen heute diesen Abend organisiert haben, würde ich gerne noch zwei, drei Sätze sagen. Organisiert wurde der Abend von Christina Köbe, selbst Umweltaktivistin und Herausgeberin des Rostocker Magazins Stadtgespräche, das gleichzeitig 25. Geburtstag und seine 100. Ausgabe feierte. Die Stadtgespräche stehen für Gespräch, das heißt für Austausch, das heißt für verschiedene Meinungen und für Grautöne. Das heißt, wir versuchen im Grunde Debatten so auszuloten, dass die Leute befähigt werden, sich eine eigene Meinung zu bilden. Heute Abend zum Beispiel zum Thema Klimaschutz, das wird ja sehr kontrovers diskutiert, wobei ich glaube, dass die meisten Leute inzwischen verstanden haben, dass es eines der Kernanliegen unserer Zeit ist. Das heißt, wir machen solche Veranstaltungen, um Leute für Dinge, die wir wichtig halten, zu sensibilisieren. Und der Film heute wird hoffentlich auch einen Beitrag dazu leisten, aufzuklären, wie kann Engagement in dem Bereich aussehen, wie kann auch Protest aussehen, wenn eben die Politik nicht die Maßnahmen ergreift, die dringend notwendig wären. Mit im Boot die Rosa-Luxemburg-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern. Die Bildungsorganisation steht der Linkspartei nahe und versucht, hinter die Kulissen des Klimawandels zu schauen. Klima, Klimawandel, Klimabewegung ist kein Thema einer einzigen Partei, sondern eigentlich jedes Individuums, jede Organisation, Institution, der Parlamente, eigentlich global. Also wir sind ja global, stehen wir vor den Herausforderungen der Klimaveränderung. Und natürlich sagen wir aber als Linkspartei nahestehende Organisation, dass diese kleinen, diese kleinen Pflaster überall ja nicht reichen, sondern dass wir eine grundlegende Veränderung brauchen. Am Ende ein Abend mit großen Ambitionen, aber ohne große Resonanz in der Rostocker Stadtgesellschaft. Trotzdem ein Zeichen, hier sind wir. In der Diskussionsrunde stellten Rostocker Aktivisten und Aktivistinnen konkrete Aktionen vor. In vielen Bereichen, also auch das Wirtschaftssystem muss entsprechend auch umgelagert werden. Der Film Now brachte es auf den Punkt, die Zeit des Redens ist vorbei, jetzt muss die Zeit des Handelns kommen. Ansonsten verlieren wir die Gestaltungsmöglichkeiten. Der Film Now, jetzt, ist eine Momentaufnahme von einer Bewegung, die durch Corona erst einmal ausgebremst wird, die aber wieder Fahrt aufnehmen muss. Die Probleme auf unserem Planeten können wir nur lösen, wenn wir umsteuern. Jetzt. Now.